Herzlich willkommen. So, und jetzt kommen wir hier zusammen zu euch. Jawohl, da sind wir schon. Kommt herein in die gute Stube. Unser heutiger Abend beginnt gleich. Wir warten noch einen kleinen Moment ab, bis alle im Warteraum uns gefunden haben. Und dann geht es los mit unserem neuen Programm. Heute sind wieder Evelyn, Oli und Axel Kimmel zu Gast bei uns. Ein beliebtes Referentenpaar, Mentorenpaar. Und ich weiß, einige von euch da draußen kennen die beiden auch schon und haben erfolgreich das Sehen ohne Augen bestanden. Ist es so? Macht mal so. Dann können die anderen das sehen, wer heute schon ein Profi vielleicht ist und sich gerne nochmal mit dieser positiven Energie, die es immer gibt, wenn die beiden da sind, auflädt. Das ist wirklich einer der Geheimnisse, die wir euch gleich schon zu Anfang verraten. Das Lächeln, die gute Stimmung, einfach Heiterkeit und Leichtigkeit, das Spiel, so vielleicht ein bisschen wie die Kinder wieder werden. Das ist eines der großen Geheimnisse des Sehen ohne Augen. Ja, manchmal muss man etwas mit eigenen Augen gesehen haben, um es zu glauben. Und manchmal sieht man etwas und kann es doch nicht glauben. Das kann euch passieren beim Sehen ohne Augen. Und es passiert regelmäßig sogar den Seminarteilnehmern im Kurs. Sie erleben etwas und können es nicht glauben. Könnt ihr euch das vorstellen? Ihr seht plötzlich durch eine abgedichtete, nicht lichtdurchlässige Brille. Da ist sie. Alles ist deutlich vor euch. Und ihr kriegt so einen Schreck. Ihr könnt es einfach nicht glauben. Und genau das passiert vielen zu Beginn. Aber fangen wir mal von vorne an. Jetzt, wo ihr alle in unserem Zoom heute Abend seid, nochmal ein herzliches Willkommen an die, die live dabei sind und gleich auch die Möglichkeit haben, im Chat uns zu schreiben. Fragen zu schreiben oder Kommentare oder was euch sonst bewegt, vielleicht weil ihr dabei wart und den anderen Mut machen wollt. Das könnt ihr natürlich auch sehr gerne. Freuen wir uns besonders. Heute Abend werden wir auch wieder zwei, drei, mal gucken, wie viele Ehrengäste wir haben. Ich glaube, da kam noch was, was ich fast vergessen hätte. Von zweien weiß ich es schon mal. Die waren auch angekündigt. Das dauert noch einen kleinen Moment. Dann werden die auch aus ihren Erfahrungen berichten. Und besonders spannend sind natürlich immer die Demonstrationen. Und das ist auch für mich immer wieder ein Höhepunkt zu sehen, wenn dann zum Beispiel Kinder sind einfach entzückend, wenn man sie beobachtet beim Sehen ohne Augen, wie echt, wie natürlich und wie freudvoll sie mit dieser Kunst, die sie erlernt haben, dann umgehen. Schauen wir mal, was heute passiert. Ja, liebe Evelyn, lieber Axel, ihr seid schon lange beim Frankfurter Ring, kann ich jetzt schon fast sagen. Wir haben so vieles gemeinsam erlebt. Zuletzt ist auch ein Buch jetzt endlich erschienen, etwas, was wir uns immer gewünscht haben. Und vielleicht hast du es auch dabei, Axel, und könntest es mal kurz hochhalten. Jawohl, sehen ohne Augen, ganz einfach zu merken. Denn all das, was wir euch heute erzählen, geht ja schnell vorbei. Aber wenn man es nachlesen will, kann ich euch wirklich dieses Buch empfehlen, auch wenn es euch nicht den Kurs ersetzt oder das Ausprobieren. So ist es doch eine wunderbare Zusammenfassung dessen, was ihr erleben könnt und die Hintergründe, die Geschichte, die Zusammenhänge und all das Unwahrscheinliche, was es mit diesem Thema so Sehen ohne Augen zu berichten gibt. Also darauf weisen wir nochmal hin und werden auch nochmal eure Webseite einblenden, damit ihr es dort bestellen könnt bei Evelyn und Axel. Und natürlich gibt es das auch im Kurs, wer sich es dort mitnehmen möchte. Ja, wir wollen euch heute Abend
wirklich Lust machen, darauf etwas auszuprobieren, wo ihr vielleicht noch im Moment zögert und denkt, was soll das eigentlich? Was ist das eigentlich? Irgendwie interessiert es euch, aber ihr seid noch nicht ganz entschlossen, ob das was für euch ist. Und ich hoffe, wir können heute am Ende des Abends einige doch motivieren, dass sie sagen, ist sowas Verrücktes, muss ich mal ausprobieren. Und darüber wollen wir heute also mit Evelyn und mit Axel sprechen. Ihr zwei wart ja auch am Anfang etwas skeptisch. Wer hatte den Mut zuerst von euch beiden? Erzählt mal. Ah, diesmal war es der Mann. Genau, das war mein Mut. Wir waren auf der Suche nach was für die Kinder zu unterstützen. Die Kinder, die eigenen Kinder, die hat es in der Schule nicht ganz so leicht. Und da bin ich auf das See ohne Auge gestoßen, habe assoziiert damit, dass man mit dieser Technik halt seine Wahrnehmung in Bereiche erweitert, was die Kinder eigentlich wohl haben, aber in der Schule, denke ich, gut gebrauchen können. Die normale Sachen, was man in der Schule so lernt, die sind halt aus meiner Sicht offene Praxis bezogen. Und da habe ich ja halt gedacht, mit diesem See ohne Auge-Technik hätten die Kinder es ein bisschen leichter, an Informationen ranzukommen. Das war eigentlich so meine Grundidee. Dann habe ich mich damals auch sehr viel mit russischer Heiltechnik beschäftigt. Und da habe ich gedacht, das passt eigentlich optimal rein. Wenn es nichts für die Kinder ist, ist es hoffentlich was für mich. Es war aber dann Gott sei Dank was für die Kinder als auch für mich. Wir haben die Erfahrung gesammelt, gerade bei unserem Sohn, der ist gerade nicht da, dann kann ich es erzählen. Er kam vor ein paar Wochen mal zu mir und hat gesagt, das wäre so crazy, wenn er sich mit anderen Menschen unterhält, dann weiß er schon im Voraus, was sie sagen und dann kann er sich schon im Kopf irgendwie Antworten zurechtlegen, die er dann darauf antworten kann. Also er meint, er wäre da. Oder er hatte einfach einen früheren Zugang zu den Informationen. Und das finde ich halt hervorragend. Wenn man sowas den Kindern mitgeben kann, dann ist das aus meiner Sicht viel, viel mehr wert, als wenn die Kinder im Biologie wissen, wie eine Zelle funktioniert, wie die chemikalischen Zusammenhänge sind von einigen Stoffen. Also von dem her fand ich das gigantisch, dass mein Sohn so nach Jahren der Abstinenz und der gesagt hat, das wäre hier, das wäre was für andere, aber nicht für ihn, weil er hätte gerne am liebsten normale Eltern gehabt. Und wenn ich das dann jetzt hier im Nachhinein höre, hat es mich richtig glücklich gemacht, dass es so fruchtbarer Boden gefallen ist, was man gemacht hat die letzten Jahre. Na, dann werden wir wohl nicht mehr lange warten müssen und dann kommt die nächste Generation auch doch ins Seminar. Also unsere Kinder sind bereit von dem, was sie können, ja. Von der Motivation her, da sind die Motivation ist da noch ein bisschen anders, die geht noch in eine andere Richtung. Aber von den Möglichkeiten, manchmal sage ich, dass unsere Kinder fast bessere Seminarleiter sind als wir. Also so gut haben die das drauf in den letzten Jahren, da mit den Menschen umzugehen, diese Fähigkeit zu vermitteln. Also es ist, dann sind sie auch viel mutiger manchmal als wir. Und das ist schon toll anzusehen, wenn man dann Kinder sieht, die so ein Potenzial haben. Wobei diesen Mut, den führe ich eben auch auf das Sehen ohne Augen zurück, weil bevor die Kinder das Sehen ohne Augen gelernt haben, da waren sie nicht ganz so mutig. Also sie sind eher dadurch aufgefallen, dass sie zurückhaltend waren, dass sie beide wenig gesprochen haben. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie verblüfft ich war, als unsere Tochter ein halbes Jahr, nachdem sie das Training hinter sich hatte, anfing und sagte mir, du, ich gehe auf die Party, ich bin mit euren Freunden weg. Also es gab eine Zeit nach dem Sehen ohne Augen, wo unsere Tochter mehr die Initiative ergriffen hat, zu leben als davor. Und das fand ich halt sehr spannend. Und mittlerweile, ich denke, sind beide so selbstbewusst geworden, ja, so wie Axel gerade sagt, dass wir uns manchmal echt eine Scheibe davon abschneiden können. Also es ist wirklich, ja. Sehr schön. Erzählt nur ein bisschen weiter. Also nachdem Axel das gefunden hatte, irgendwann, Evelyn, kamst du dann dazu? Nein, also wir sind ja damals zusammen hingefahren, wir haben uns das zusammen angeschaut, wobei ich in meiner damaligen Naivität habe gesagt, er wird sich schon darum kümmern, wenn er sagt, das hilft den Kindern, dann wird es auch so sein. Und wie gesagt, bis zu dem Zeitpunkt, als ich dort war, wusste ich nicht wirklich, worum es geht. Bis ich dann meinen Sohn mit verbundenen Augen gesehen habe und dann war mir klar, okay, das hier ist echt.
nachdem ich selber die Maske aufhatte, weil als ich ihn das erste Mal gesehen habe mit verbundenen Augen, habe ich noch ein bisschen komisch geguckt und dachte, okay, was ist das jetzt? Und dann fing er eben an, Dinge zu beschreiben mit den verbundenen Augen. Und als ich dann die Mindfold-Maske aufhatte, dann war mir klar, okay, das hier funktioniert. Und dann habe ich wirklich Feuer gefangen und habe gesagt, das möchte ich lernen, das möchte ich Menschen beibringen, das möchte ich weitervermitteln, weil ich es einfach so toll finde und auch so aufregend und so neu. Und dann hat es mich eben gepackt und so habe ich eben mit meiner Ausbildung angefangen. Ja, Ausbildung. Was gab es damals? Wie seid ihr dann rangekommen an diese Technik? Also es war damals so, in Thüringen hat der Marc Kommissarow das Sehen ohne Augen vermittelt. Und wir haben angefangen mit Kindern. Das heißt, als wir angefangen haben, war es so, dass man ein Jahr lang nur mit Kindern arbeiten durfte. Und wenn man das bewältigt hat dann, und dann weitergemacht hat, dann konnte man seine Ausbildung erweitern auf Erwachsene. Und das haben wir dann auch getan. Wobei die Arbeit mit den großen Kindern, mit den Erwachsenen, die ist halt doch nochmal etwas anspruchsvoller als mit den kleineren Kindern. Und so haben wir eben auch angefangen, uns weiterzuentwickeln, haben selber auch nochmal danach viele Seminare besucht. Und das Konzept, wie wir es heute vermitteln, wir haben ungefähr 3,5 Jahre daran gefeilt, dass es so steht, wie es heute steht. Wie kann ich mir so einen Ablauf vorstellen? Wir haben hier im Programm 5 Tage stehen. Wie ist so ein Tag strukturiert, wenn ich mir das sozusagen dafür mich anmelde? Also im Endeffekt haben wir dieses Seminarkonzept in 2 Teile aufgeteilt. Vormittags trainieren wir verstärkt mit geschlossenem Auge die Intuition und nachmittags trainieren wir das Sehen ohne Auge mit der Maske. Wobei im Endeffekt irgendwann, wenn man es mal lang genug betreibt, wird man erkennen, dass dieses Sehen ohne Auge auch ein Ausdruck der Intuition ist, dass es alles zusammenhängt. Und viele der Seminarteilnehmer, oder es wäre immer mehr, die auch mit geschlossenem Auge dann visuell wahrnehmen können. Das heißt also bei der Übung mit geschlossenem Auge auch anfangen, schon visuell alles zu erkennen, was vor einem ist. Also die Brille ist nicht die Voraussetzung. Nein, die Brille ist eigentlich nur ein Hilfsmittel, um künstliche Dunkelheit zu erschaffen. Und um selbst zu glauben wahrscheinlich auch. Ne? Ja, auch das. Also es ist noch leichter zu glauben, wenn man eine Brille auf hat, dass die Brille vielleicht undicht ist, wenn man anfängt zu sehen. Ich sage immer, da kann man die Schuld ein bisschen auf die Brille schieben. Diese Technik, ja, da muss irgendwo ein Loch drin sein. Da kann man vom Verstand her das noch alles ein bisschen ablehnen. Bei den mit geschlossenen Augen ist nochmal eine Stufe härter, weil da muss man... Da glaubt man dann irgendwann immer, die Augen zuzuhaben, weil man visuell anfängt, ein Bild zu sehen. Und dann fragt man meistens den anderen, der dabei ist, sind die Augen geschlossen oder man nimmt eine Handykamera. Und das Verrückte an der Sache ist, man sieht halt keinen Spalt, man sieht kein Loch und es funktioniert trotzdem. Vielleicht zeigst du uns gerade noch mal die Brille ein bisschen deutlicher von allen Seiten, dass wir mal eine Ahnung davon bekommen. Die hat ja so ein schönes, buntes Bild vorne drauf. Wobei das schöne bunte Bild ist unser Logo, also das tun wir immer oben drauf, weil ich gesagt habe, wenn man 5 Tage lang mit Menschen arbeitet, ich mag nicht 5 Tage lang in was Schwarzes sehen. Und dann kam auch öfters mal die Frage, Mensch, wie erkläre ich denn, was ich hier tue? Und dann haben wir gesagt, okay, damit diese Frage einfach sich erübrigt, setzen wir unsere Internetseite darauf. Das heißt, wenn jemand am Üben und am Trainieren ist und es kommt vielleicht mal jemand vorbei, der das sieht, dann braucht man nicht groß zu erklären, sondern dann können die Menschen sich über die Seite informieren, was da passiert und was da gemacht wird. Das war unsere Intention praktisch, den Aufkleber so zu gestalten, wie er ausschaut. Und ansonsten ist eine klassische Entspannungsmaske von Mindfold, die es schon seit 30 Jahren gibt. Ja. Und auch im blinde Sport eingesetzt wird, weil sie wirklich komplett dunkel macht. Ja, aber nicht nur dort, sondern wir hatten jetzt auch eine Teilnehmerin, die hat uns erzählt, dass sie im Akustikbereich arbeitet. Und dass sie eben auch diese Brillen schon seit vielen, vielen Jahren kennt, weil sie sämtlichen ihrer Klienten damit die Augen abbindet. Und auch sie hat es geschafft, dann nach den 5 Tagen bei uns durch die verbundenen Augen sehen zu können. Aber wir haben allen Teilnehmern gesagt, geht zu ihr, wenn ihr Zweifel daran habt, ob diese Maske blickdicht ist, weil diese Frau hat Jahrzehnte oder viele Jahre damit gearbeitet. Sehr schön, sehr schön. Ja, das Stichwort Blinde ist noch gefallen oder Menschen mit Augenproblemen, Augenschäden. Erzählt doch ein bisschen noch was über diesen Bereich.
Also das Sehen ohne Augen für stark sehbehinderte oder blinde Menschen ist ein Training. Und das ist kein Zuckerschlecken, sondern das ist Durchhalten. Das hat mit Höhen und Tiefen zu tun. Das ist eine Geschichte, die mal aufgeht, dann wieder zugeht. Und als blinder Mensch darf man auch eine ganze Ecke mehr trainieren und üben als sehender Mensch. Wir hatten jetzt hier bei uns im Training eine Dame, die zweimal bei uns in den Erwachsenenseminaren war und die wir jetzt nochmal privat eingeladen haben. Und ich war selber als Trainerin an einem Punkt, wo ich gesagt habe, hoppla, nach 20 Jahren Erblindung, wenn es jetzt nicht so funktioniert, wie es hätte funktionieren sollen, in Gottes Namen, dann schicke ich sie nach Hause und dann lasse ich es dabei gut sein. Und das ist kein Witz. In dem Moment, wo ich innerlich aufgegeben habe, hat sie aufgemacht und hat mir hier in diesem Zimmer, in dem wir sitzen, angefangen, Farbschablonen zu beschreiben. Also ich hatte eine Farbschablone und sie guckt in meine Richtung und sagt, du, da unten ist ein rotes Dreieck. Und ich war erstmal baff erstaunt, bin dann mit ihr rausgegangen, bin dann mit ihr spazieren gegangen. Wir waren unten auf dem Spielplatz und ich war relativ dicht an ihr dran. Also ich war ungefähr in dem Abstand wie jetzt zu der Kamera. Und dann fing sie an, mein Gesicht zu beschreiben. Und sie hat sich also auch vorgenommen, wenn sie jetzt ein bisschen mehr trainiert hat, wenn sie noch stabiler ist mit ihrer inneren Wahrnehmung oder mit dem Sehen ohne Augen, dann wird sie damit auch in die Öffentlichkeit gehen. Aber bis es soweit ist, denke ich, wird sie mindestens noch ein halbes Jahr trainieren dürfen. Weil nach 20 Jahren Erblindung steht einem wirklich ein Weg bevor, um dieses Ziel so zu erreichen, dass man es im Alltag einsetzen kann. Die Herausforderung bei Blinden ist halt wo ganz anders. Wir können denen das Sehen ohne Auge vermitteln und die erleben das auch. Aber ihr System hat Jahre, Jahrzehnte lang eine Dunkelheit erlebt. Und die kommt dann immer wieder und die Menschen gehen emotional teilweise auch wieder zurück in die Phase, wo es halt dunkel geworden ist. Und das ist für viele halt ein Prozess. Es kann man irgendwie, wie gesagt, wir können das in den 5 Tagen bei den Menschen, oder ich habe schon in Graz, war es interessant, da hat man an einem Tag 2 blinde junge Männer, die der eine war 7 Jahre lang, der andere, glaube ich, 10 Jahre lang, nicht sehend und hat nur Dunkelheit gesehen. Und die haben angefangen, Wortschablonen zu lesen. Und also wir können das recht schnell eröffnen, aber das System und der Verstand, der kommt gar nicht hinterher, vor allem, weil es dann wieder zugeht und dann ist die Erinnerung sogar teilweise bei den Leuten weg, dass sie sowas überhaupt wahrgenommen haben. Also total verrückt, immer wieder erlebt. Es ist halt eine Technik, Menschen als Hilfsmittel dorthin zu führen, aber es liegt immer an jedem selber, wie schnell er bereit ist, dorthin zu gehen, wie er diesen Prozess mitmacht, wie er die alte Sache, die einem im Weg stehen, auch noch ausräumt, wie er damit umgeht. Also es ist, wie gesagt, ein ganz individueller Prozess. Und wir haben schon einige Blinde gehabt, die haben aufgegeben. Wir waren schon bei vielen Blinden erfolgreich, auch bei blindgeborenen Kindern. Das ist alles machbar, wobei halt das Umfeld eine große Rolle spielt und die eigene Motivation. Ja, wobei nicht wir erfolgreich waren, sondern diese Menschen. Ja. Das muss man ganz klar sagen, weil in dem ganzen Prozess sind wir nur die Begleiter. Das heißt, die Menschen, die zu uns kommen, die trainieren alleine, die trainieren für sich. Natürlich werden sie von uns begleitet. Natürlich tun wir unser Bestes, um diese Menschen zu ihrem Ziel zu bringen. Aber gehen darf jeder Mensch diesen Weg selber. Und das, finde ich, macht diese Technik auch so spannend, weil jeder Mensch ist mit sich selber konfrontiert. Und das ist auch das, was viele Teilnehmer sagen. Die sagen, ich kann hier nicht mehr weglaufen. Ich bin hier so mit mir selbst in Verbindung. Ich komme so mit meinen Mustern, mit meinen Blockierungen, mit all dem, was mich ausmacht, in Verbindung. Und ich muss aufräumen, damit ich das Ziel Sehen ohne Augen erreiche. Und das macht für mich diese Arbeit auch so spannend, dass man wirklich sieht, okay, dass Menschen sich innerhalb von diesen 5 Tagen teilweise auch optisch verändern. Wenn man ein Stück weit nach der Ausstrahlung schaut, sieht man eben auch, dass viele Menschen sich von Dingen gelöst haben. Es fließen auch mal Tränen bei uns im Seminar, was völlig in Ordnung ist, aber es wird auch sehr viel gelacht. Also wir schauen immer, dass wir das Ganze so, wie du schon sagst, positiv gestimmt mit so viel Energie wie möglich vermitteln. Aber trotzdem ist es manchmal eine Berg- und Talfahrt für den einen oder anderen. Und dann ist es gut, wenn man das im Vorfeld weiß, dass man sich darauf einstellen kann. Aber wenn man natürlich durch ein Tal durchgegangen ist, dann merkt man, es geht weiter steil bergauf. Und da sehe ich auch den Gewinn für viele Menschen, die zu uns kommen, weil sie einfach ein Werkzeug in die Hand oder mehrere Werkzeuge in die Hand bekommen, wie sie ihren Alltag besser gestalten können, wie sie durch Täler auch in ihrem Leben durchkommen. Und was ich auch sehr schön finde bei dieser Arbeit, ist, dass man lernt, sich selber zu beobachten, aber auch ein Stück weit, wenn du es, ja, wie kann man es ausdrücken, zu kontrollieren. Dass man sagt, okay, ich gebe meinen Umständen nicht mehr so viel Macht, weil ich begriffen habe, dass meine Einstellung entscheidend ist für das, wie ich mit der Situation umgehe.
Und das kann man wunderbar in diesen 5 Tagen trainieren, dass man wirklich an sich selbst arbeitet, dass man anfängt, Dinge von einem anderen Blickwinkel aus zu betrachten, sie manchmal vielleicht von einer liebevolleren, vielleicht manchmal von einer humorvolleren Seite betrachten kann und sich selber einfach die Stärke gibt, um vielleicht auch mal durch Situationen hindurchzugehen, die einfach nicht so schön sind. Wunderbar, wie du diesen Transfer eben erklärt hast, der da stattfindet im Seminar. Das ist auch das, was wir immer wieder berichtet bekommen hier beim Frankfurter Ring von den Seminarteilnehmern. Und es sind ja auch eine Menge Leute, die die Mehrheit, also der Teilnehmer, die bei unseren Seminaren waren, kann ich wirklich behaupten, haben diese Ziele erreicht und haben uns berichtet, es war erfolgreich. Wir machen ja hinterher auch immer eine Erfolgskontrolle sozusagen. Das heißt, wir fragen ein bisschen ab, was erlebt worden ist und wie es erlebt worden ist und ob es erfolgreich war. Und das ist wirklich faszinierend. Was würdest du sagen, wo ist die Altersgrenze nach oben und nach unten? Beziehungsweise wir fangen an mit Kindern ab 5 Jahren und unsere älteste Teilnehmerin war 96 Jahre alt. Wobei, die war noch fitter als viele andere hier, die bei uns manchmal zum Seminar kommen. Die war richtig super, also die hatte eine Yoga-Gruppe mit ihren 96, die sie abgegeben hat, kurz bevor sie zu uns kam. Aber nicht, weil sie sich nicht mehr dazu in der Lage fühlte, sondern weil sie sauer war, dass die Gruppe so wenig trainiert hat. Und sie hat gesagt, solche Menschen trainiert sie nicht, das sieht sie nicht ein, da macht sie lieber was anderes in ihrer Freizeit, was ihr mehr Spaß macht, zum Beispiel das Sehen ohne Augen zu trainieren. Also die Dame war unglaublich fit. Und also unsere jüngsten Teilnehmer, wir fangen ab 5 Jahren an, mit Kindern zu arbeiten. Und wir haben ja auch die Kinderseminare, das heißt mit Kindern von 5 bis 12,5, die kommen zu uns in die Kinderseminare. Und Kinder von ungefähr 13 bis 96, die kommen eben diese 5 Tage zu uns in die Erwachsenenseminare. Ja, schön. Wir haben ja auch viele neue Teilnehmer drin, die sich vielleicht fragen, gibt es einen wissenschaftlichen Hintergrund zu dieser Methode, wie man es sich erklären kann, was da passiert? Was antwortet ihr auf solche Fragen? Ja, so wie wir es im Buch aufgeschrieben haben. Also es gibt 3 Theorien, die das Sehen ohne Augen sehr gut erklären, wobei die griffigste Theorie ist eben, dass es nochmal die Möglichkeit gibt, die Informationen, die wir mal als kleine Kinder gelernt haben, dass wir die nochmal ohne den Einsatz der Augen aufnehmen können und dass es hier die gleichen Kanäle genutzt werden wie beim normalen Sehen. Dass praktisch der Bereich auf der Höhe der Zirbeldrüse, der ja auch aus dem Indischen als das dritte Auge bekannt ist, dass der die Informationen stellvertretend für die Augen aufnimmt und dass der die Informationen, die uns umgeben, praktisch über den Thalamus an den hinteren Bereich des Gehirns sendet, also an das Sehzentrum oder den Occipitallappen. Und da ist einfach geforscht worden, beziehungsweise wenn man das geforscht werden nennen kann, dann kann man gerne in dem Buch von Dr. Joe Dispenza nachschauen, Du bist das Placebo, weil dort findet man auf der Seite 345 das Kapitel Ohne Augen sehen. Und dort hat er eben in 2 Seiten aufgeschrieben, was passiert ist, als er eine Trainerin hatte, die eben in der Lage war, nicht nur mit geschlossenen Augen zu sehen, sondern einen 360-Grad-Blick hatte, also einen Rundumblick, und ihn auch mit geschlossenen Augen mit dem Hinterkopf gesehen hat. Und die Scans, die er gemacht hat, die haben praktisch aufgezeigt, dass hier die gleichen Areale im Gehirn aktiv sind wie beim normalen Sehen. Spannend ist, dass wir Anfang des Jahres mit dem Mann, der diese Scans gemacht hat, der für Joe Dispenza arbeitet, Dr. Jeff Fannin, der hat damals Aufnahmen gemacht mit Kollegen von uns in Amerika und hat damals auch nochmal geforscht, was im Gehirn passiert, und ist zu dem gleichen Ergebnis gekommen, beziehungsweise hat dann nochmal geschaut und auch veröffentlicht in einer Konferenz, die Ende Januar 2021 stattgefunden hat, die man auch auf der Seite von Caroline Corey bekommen kann bei, jetzt muss ich überlegen, was ist es, Omni, ich habe die Seite gerade leider nicht im Kopf, vielleicht können wir sie zum Schluss einspielen oder bei den Informationen mitgeben, die nach dem Beitrag kommen. Auf jeden Fall gibt es dort nochmal die Konferenz, in der er ausführlich erklärt, was im Gehirn passiert, wenn Menschen ohne ihre Augen anfangen zu sehen. Mhm. Ja, mehr davon in eurem Buch. Jetzt wollen wir vielleicht mal unseren ersten Ehrengast reinbitten. Was haltet ihr davon? Ja, das ist schön. Sehr gerne. Ja.
Vielleicht, Evelyn, magst du noch etwas zu ihm sagen? Es ist der Dr. Medwalder Wortberg, ja, den du uns mitgebracht hast. Wie kam euer Kontakt zustande? Ja, also Dr. Walter Wortberg hat eins unserer Seminare besucht und wir haben ihn mittlerweile wirklich ins Herz geschlossen, weil das ein so lieber Mensch ist, der schon eine große Karriere hinter sich hat. Er ist ja auch Max-Bürger-Preisträger, er ist Mediziner für Allgemeinmedizin, für Tropenmedizin, für Umweltmedizin, hat viele Bücher geschrieben. Eins seiner bekanntesten Werke ist das Buch Bin ich umweltkrank, mit dem er ja auch auf Tournee gegangen ist und das er vielfach vorgestellt hat. Also wir sind sehr, sehr dankbar, dass er heute Abend hier ist und dass er sich die Zeit genommen hat. Also herzlich willkommen, Walter. Lieber Walter, kannst du dein Mikrofon bitte aufmachen? Es ist im Moment noch auf stumm geschaltet. Einfach unten links auf das Mikrofon gehen. Und freischalten. So, ihr seid noch gerade dabei beschäftigt, das zu finden. Ich habe die Aufhebung der Stummschaltung gerade angefordert, aber ihr müsst sie noch akzeptieren. Scheint noch ein Momentchen zu dauern. Dr. Wortberg hat aber auch Hilfe hier, sehe ich schon. Jetzt hast du es. Und jetzt haben wir den Ton auch gefunden. Ganz wunderbar. Herzlich willkommen. Danke. Also, ich möchte euch alle herzlich begrüßen. Für mich ist das eine gewisse Freude und Ehre, hier das bei euch als Gast zu sein. Um gleich zu dem wichtigsten Thema, was für mich wichtig ist, das Erkennen. Sehen ohne Auge ist ja besonders wichtig für Blinde und schwer Sehbehinderte. Evelyn, du hast vorhin darüber berichtet. Es ist so, dass ich gute Studienfreunde habe. Ich habe in Marburg studiert und dort haben wir im Caritas-Diakoniekreis auch Blindenbetreuung gemacht. Und diese Freundschaft, die wir dann mit denen geschlossen haben, besteht noch heute. Und wir treffen uns jedes Jahr einmal zu Silvester reihum in einer Wohnung und feiern zusammen. Für mich ist Sehen ohne Auge, als ich das erste Mal hörte, meine Frau hat das in der Zeitschrift Raum und Zeit gelesen, dass es sowas gibt. Ich habe sofort den Hörer ergriffen und hatte Evelyn an der Strippe und dann habe ich mich da angemeldet. Ich habe mir, also bei dem ersten Kurs, der war im Januar 2019, da wurden wir gefragt, warum wir hergekommen sind. Und daran habe ich geantwortet, wenn es mir gelingt, das Sehen ohne Augen zu lernen, werde ich mich besonders um die Schwersehbehinderten, aber auch um die Blinden kümmern. Ich werde in die Blindenschule gehen, in die Blindenwerkstätte, habe ich mich auch zum Teil schon angemeldet und will versuchen, sie dazu bewegen. Wie schwierig das ist, das habe ich in diesen zwei Seminaren erlebt. Aber es ist möglich. Ich habe also im Januar daran teilgenommen, 2019. Und am zweiten Tag war mir das mit diesen Bechern und Tafeln gar nicht so geheuer. Ich bin dann aufgestanden und habe mir mal den Raum angesehen. Und dann stellte ich fest, mit Maske, und stellte fest, du kannst ja die Wände schon sehen und die Türen und die Fenster, und dann hörte ich eine Stimme von, ja, pass auf, Axel sagte, pass auf, wir sind nicht versichert. Ich sage, ich kann genügend jetzt schon sehen, dass ich mich ja nicht verirre. Und am dritten Tag wiederholte ich das, und abends bin ich dann nach Hause gegangen, Maske auf, und habe mir erstmal unsere Küche angeschaut, und siehe da, ich konnte die Tischdecke entdecken, den Fußboden, die Tischdecke war etwas bunt, Linoleum sind auch bunt. Ich habe mir die Waschmaschine und die Küchenmaschine angeschaut. Dann bin ich ins Wohnzimmer, die Tischdecke konnte ich erkennen und hinter dem Tisch war mein Klavier. Da war ich glücklich, auch konnte ich das so schwarz, alles schemenhaft, aber es war das Klavier.
Dann bin ich zu dem Bücherregal. Auch dachte ich, das kann doch nicht wahr sein. Schon nach dem dritten Tag kannst du ansatzweise da die Bücher sehen. Ja, und am vierten Tag habe ich das dann wiederholt und dann bin ich raus auf den Balkon und das war also toll. Ich schaute vom Balkon runter. Wir wohnen an einem Berghang, wir in 4 Stockwerken und ich war auf dem Balkon, also Parterre, und schaute runter und konnte da die Steine, die Fliesen sehen von der Terrasse. Ich konnte den Rasen sehen und wir haben ein Gewächshaus und dann sah ich da, da ist auch so eine kleine Terrasse. Na, da hielt mich nicht. Ich bin dann eine Etage höher, im nächsten Balkon, das gleiche Bild. Ja, und dann bin ich auf dem Dachboden, großes Fenster, schau raus. Ich schaue in den Himmel, ich denke, was ist denn das? Du siehst den Himmel so toll und die Sterne, die konnte ich mit nur so einem Auge da noch nicht sehen, aber mit der Maske konnte ich die Sterne sehen. Und dann fing es an zu schneien. Oh, ich denke, was ist das? Die Schneeflocken, die fallen runter. Ja, die fielen dann auf den Rasen und ich sah, wie der Rasen langsam weiß wurde. Ja, und dann kam der fünfte Tag. Dann, das ging alles ganz gut. Über das, was dann mehr mit der Intuition zusammen, will ich da in dem Zusammenhang dann bringen. Oder kann ich auch sagen, ja, es war das Spiel mit den Hütchen. Evelyn, du wirst dich daran erinnern. 23 Hütchen lagen auf dem Tisch. Wir waren 12 Personen. Und dann sagte Evelyn, ich verstecke hier jetzt eine Praline unter eines dieser Hütchen lege ich dann. Und dann, wenn ich sage, ich fange an, dann müsst ihr euch umdrehen mit Maske. Und dann, wenn es fertig ist, sage ich, jetzt könnt ihr wieder kommen. Dann sind wir gekommen. Dazu muss ich sagen, ich habe mir sofort diese 23 Hütchen angeschaut und merkte, das Hütchen könnte es sein, das wird die das hinlegen, denke ich mal. Und ich habe mich dann umgedreht und siehe da, ich merkte schon im Umdrehen, da legt die das Hütchen hin. Da legt die Praline unter das Hütchen. Ja, das war dann einmal und das klappte dann, glaube ich, nochmal zweimal und dreimal. Und am nächsten Tag waren dann mal mit 27 Hütchen. Aber dann habe ich einmal gefuhlt, weil ich wieder bei den 2 letzten war. Dann habe ich gesagt, ich nehme jetzt eine andere Sache. Und dann habe ich der anderen, die Christine, den Vortritt gelassen. Da war es drunter. Das war wahrscheinlich nur möglich, weil ich mich seit vielen Jahrzehnten mit der Intuition beschäftige. Die Intuition ist ja sozusagen eine Zusammenfassung des gesamten Unterbewusstseins, also Bauch, Bauchgefühl, Herz, wobei man bei Bauch unterscheiden muss, denn der Leib, der Bauch hat einen eigenen Plexus solaris, ist eng verbunden mit dem Gehirn, mit dem Sympathikus, mit dem vegetativen Nervensystem. Und ich dachte, und das ist wichtig, und das möchte ich auch hier als Botschaft weitergehen, Intuition und Sehen ohne Auge ist also schon wissenschaftlich erklärlich. Dazu muss man ein bisschen von Albert Einstein verstehen oder Walter Russell. Die haben behauptet und behaupten, das ist so, es gibt ja im Grunde keine Materie. Jetzt fange ich an zu philosophieren. Wenn es langweilig wird, sagt es mir. Es ist keine Sonne. Das Ganze, was wir hier haben, sind elektromagnetische Wellen. Die ganze Erde ist elektromagnetische Wellen und der Himmel, das sind elektromagnetische Wellen. Die einen sind ganz gelockert und das andere ist zugestampft. So, und wenn ich also sage, ich habe das gemerkt, dann bin ich sicher, irgendwie sind da Verbindungen. Also das ist nicht nur spirituell zu sehen, sondern als Naturwissenschaftler muss ich das sagen. Und mein Pastor, mit dem ich gut befreundet, fragte, kannst du das sehen ohne Auge? Kannst du dir sowas wissenschaftlich erklären? Ja, das kann ich und davon bin ich überzeugt. Es ist offensichtlich so, dass dann elektromagnetische Wellen dann darüber gehen und das kann man trainieren. Das wollte ich sagen zur Intuition. Und die Intuition, wir haben gehört, es wird die Intuition, das Selbstbewusstsein, das Konzentrationsvermögen erhöht, gestärkt,
Das habe ich also selbst erfahren. Ich bin eigentlich ein etwas anderer Mensch geworden. Ich trete noch selbstbewusster aus. Ich war nie ganz ohne, muss ich also zugeben. Aber die Intuition sagt, Albert Einstein ist ein Geschenk Gottes. Die Naturwissenschaft ist ihr treuer Diener. Es ist doch geradezu paradox, dass der Diener heute hofiert wird und das Geschenk Gottes wird vernachlässigt. Das ist unmöglich. Also ich tue auch etwas hier für meine Intuition. Ich halte auch inzwischen Vorträge über Intuition, auch über intuitive Medizin. Nicht nur hier in Erlangen, überall storche ich herum. Ich halte überall Vorträge. Jetzt bin ich 83 erst. Ich hoffe, dass ich noch ein paar Jahre machen kann. Oder ein Martin Leschke, das ist ein berühmter Geigenbauer und Autor von zahlreichen religiösen Büchern, der sagt, und das ist entscheidend, die Intuition setzt immer dann ein, wenn der Verstand zu langsam ist oder nicht weiter weiß. Ich möchte mal ein Beispiel. Ich habe heute wieder trainiert draußen. Ich bin also viel im Wald, das wollte ich auch sagen. Ich bin zwar im Haus nicht gut, aber im Wald, draußen in an den, ich gehe hier zu Pülberger Talsperren. Ich war beim Jogging und laufe so einen Berg hoch und da sehe ich zwei Frauen in 20 Meter Entfernung. Jede Frau hatte einen Hund an der Leine, aber der dritte Hund, der war frei, das war der größte. Und jetzt kommt's. Ich laufe hoch und in dem Moment, wo ich den passieren will, macht er einen Satz und will an meinen Hals rein. So, was macht man da? Ganz einfach. Ich habe sofort geschaltet, ich mache eine Rolle vorwärts, weil ich früher Turner war, auch jetzt noch bin. Ich habe eine Rolle vorwärts gemacht. Ich stand schon wieder, da lacht der Hund noch über Zappeldaumbrücken. Ist doch unglaublich. Ich will nur sagen, wie wichtig die Intuition ist. Dazu muss man wissen, dass ich ein Jahr vorher war ich im Kindergarten eingeladen. Als Opa und Oma waren wir eingeladen. Der Milian, da komme ich gleich drauf zu sprechen. Der ging da doch zum Kindergarten und dann sagten die Damen, die Erzieherin, auch die Oma und Opa müssen was vorführen. Was habe ich gemacht? Vor versammelter Mannschaft habe ich eine Rolle vorwärts gemacht. Die haben Schrecken gekriegt und dachten, ich hätte verkollabiert, aber ich stand ja gleich wieder. Das aber schoss mir in dem Moment durch den Kopf, du machst einfach eine Rolle vorwärts und wirfst ihn um. So, und jetzt komme ich, wenn ich das mal sagen darf, zu dem letzten Tag. Als ich am letzten Tag heimkomme und in die Küche gehe, erzähle ich davon, der Milian war da, der Papa hört zu, da sagt der Milian, ich habe das alles erzählt, da sagt der Knaller, der sechsjährige Bub, Opa, ich glaube dir gar nichts. Wieso? Das musst du jetzt erst beweisen. Also hat er mir Aufgaben gestellt, mit der Tischdecke alles, aber das konnte ich gut. Da sagte ich, glaubte immer noch nicht, ich lege mich jetzt auf den Boden und mache gewisse Sachen. Dann hat er mit kleinen Beinen Übungen gemacht und ich konnte das auch. Und dann sagte ich, glaube dir, jetzt will ich das aber auch lernen. Dann habe ich ihm das erklärt. Der ruckzuck ging der in der Küche. Man sah förmlich, der setzt die Maske auf, sagt, Opa, da ist noch ein bisschen Licht, da stimmt was nicht. Die Maske, die war etwas zu groß. Und dann ist er da, das sehe ich sofort wie eine, der guckte in die Ecken rein und guckte und er konnte praktisch alles erklären. Dann sind wir ins Wohnzimmer gegangen. Ich merkte schon zu dem Zeitpunkt, der ist ja schon viel besser als du. So, und dann am nächsten Tag, ich bin dann auch wandern gegangen, schon mit Maske da. Ich konnte den Bürgersteig erkennen. Und er ist mitgegangen, der erkannte die Autos sofort und dachte, Opa, das ist ein Opel. Ich sage, woher kennst du das? Ja, der hat diese Opel, dieses Logo hat er. Okay, dann war das Schluss. Aber was dann passierte, zwar habe ich dann nicht mehr weiterverfolgt. Die Eltern, besonders unsere Tochter, wollte das auch nicht. Ich weiß nicht, ich habe aber auch nichts gemacht. Aber im April 2021, also in diesem Jahr, habe ich dann entschieden, ich will dann nochmal daran teilnehmen, sagte Miriam das. Und dann sind wir auch auf den Balkon gegangen. Der konnte alles sofort erkennen, die ganze Landschaft mit Maske. Ich kann die auch ein bisschen erkennen, die Häuser, sowas. Aber der konnte das erkennen. Dann sind wir ins Wohnzimmer gegangen. Ich habe ihm Autoatlas gezeigt.
Er schaute drauf, ob er es kann ich alles lesen, mit 6 Jahren. Nee, da war er jetzt 8. Entschuldigung, da war er 8. Aber er ist ja auch älter geworden. Da war er 8 Jahre, aber der konnte schon lesen. Und dann hat er aufgeblättert und hat die ganzen kleinen Schriften alles so auf Anhieb gelesen. Also da war ich für mich natürlich ein Grund zur Anzeigung. Ich will mal erstmal hier stoppen. Oder kann ich weiterreden? Wir wollen uns erstmal bedanken für deine wunderbare Erzählung, lieber Walter. Also, da ist so vieles noch passiert. Das unglaublich. Auch wie ich das dann hinter Messer gelernt habe, im 2. Seminar. Erzähl. Also ich, am 3. Tag konnte ich nur ein Wort erkennen. Mühsam habe ich immer wieder diese Tafel genommen. Aber ich merkte, das war nicht mein Ding. Aber rauf, runter geschoben, oben, unten. Aber ich konnte das Wort Welle. Und da wusste ich das erste Mal, dass ich ein Wort mit der Maske lesen, mit geschlossenen Augen, weil es lesen konnte. So war es ja. So, und am nächsten, an dem Samstag, konnte ich 3 Wörter lesen. Mit verbundenen Augen. Das Einheit, Freude und Liebe. So, und am Sonntag habe ich dann auch wieder geübt, der Axel kommt ja dann immer so plötzlich, wenn man mitten schon mit jemandem, wir hatten ja immer einen Partner, eine Partnerin, und sagt, hier, lies mir das mal vor. Und ich konnte das relativ schnell lesen. Aber jetzt kommt's. Das hat mich fast vom Hocker gehauen. Da gibt er mir ein Buch in die Hand. Ich sage, Axel, ich kann doch nicht das Buch lesen. Guck mal nach. Dann habe ich wirklich, ja, das Buch. Aber das Buch, das lag so toll in der Hand, das wollte ich gar nicht mehr hergeben. Ja, also wenn der meint, ich kann das, dann habe ich das immer hin und rauf und runter. Es war ja alles irgendwie, das war eine richtige Nebelwand. Und dann merkte ich, es wurde an einer Stelle weiß und weißer und so ein bisschen bläulich, das wurde größer. Ich denke, oh, du bist auf einem guten Wege. Vielleicht kann ich diese Nebelwand durchbrechen. Und dann sah ich plötzlich einen Buchstabe und auf einmal sah ich mit einem Blick, du hast ja dein eigenes Buch in der Hand. Was war passiert? Das hatte ich da auf dem Ausstellungstisch liegen gelassen oder hingelegt. Ich wollte ja auch ein bisschen Werbung machen. Und das hat er mir in die Hand gegeben und ich konnte das alles lesen. Dann habe ich die Augen wieder zugemacht, gewartet und dann wieder neu angefangen. Das konnte ich wieder, das habe ich 3-mal wiederholt. Dann habe ich die Rückseite genommen, weil das kleiner war. Ja, das konnte ich dann auf einmal alles lesen. Ja, das war so schon beeindruckend. Aber ich wollte noch auf was anderes raus. Ich möchte einen Vorschlag machen, man muss mehr nach draußen gehen. Ich bin also, wenn ich wandere oder was mache, habe ich immer meine Maske mit und alles. Und dann setze ich mich irgendwo an der Talsperre auf eine Bank und dann beobachte ich das mit geschlossenen Augen, mit offenen Augen, also auch mit der Maske, mit geschlossenen Augen. Und dann beobachte ich, wie die Bäume sich in dem Wasser widerspiegeln. Oder ich gehe irgendein Pfad und da unten fließt so ein Bach, dann beobachte ich das also. Also ich bin draußen ganz top drauf. So, jetzt komme ich nochmal zur Maske und auch was Wichtiges. Man muss es warm sein. Man muss, wenn man auf dem Balkon die Sonne scheint, dann muss man rausgehen. Und was sieht man? Man schaut mit der Maske in den Himmel und sieht die Himmel groß, Sterne, die sonst man nicht sieht. Und ich sehe die Sonne. Aber so knallrot, meistens irgendwo rechts oder rechts und links. Ich habe auch schon erlebt, dass sie hinten war, die Sonne. Ich sah sie vorne. Also das hat mich alles... Ja, beschäftige mich schon. Aber man sieht dann auch die Sonne hinterher vorne vor sich und aus der Sonne kommt so ein gelber Streif, also die Strahlen raus. Also die Botschaft, Intuition stärken, viel nach draußen gehen, üben. Und ich werde versuchen, das ist schon soweit vorbereitet, dann mal versuchen, ob wir die nicht rumkriegen können, in dem Blindenheim etwas Werbung zu machen. Ich danke. Ja, danke, Walter. Ganz, danke. Ganz vielen Dank. Dankeschön. Danke für deine Zeit, danke für deine Erzählung. Ja. Ihr gebt mir doch viel mehr wieder. Das ist doch ein Klacks. Sehen ohne Auge, das Selbstgefühl, was man hat. Ich trete ganz anders auf. Ich war nie ohne, ich sage es ganz offen.
Aber wenn meine Intuition irgendwas sagt, dass dann, da kommt keiner mehr ran. Da gehe ich zum Papst, da gehe ich zum Kardinal Marx und mit denen liege ich sowieso alle im Clinch. Ich liege auch mit der Bundesärztekammer wegen Corona im Clinch. Die können, die kommen nicht durch, keine Chance. Das ist wichtig. Also wenn man diese Intuition hat, das ist so. Auf was ich noch ergänzen darf, die Intuition macht, dass ich es wissenschaftlich bin, 99,9% aus, wenn ich eine wissenschaftliche Arbeit mache. 0,1% macht der da, ja? Wir machen nur 0,1%, das macht der, die Intuition. Die Folge, dem Ruf deiner Intuition, das ist die Sprache deiner Seele, ist die Sprache des Schöpfers. Der Himmel ist in dir, aber du bist ja kaum zu Hause. Wer hat das gesagt? Der berühmte Meister Eckhart. Das ist es. Wir haben, nehmen uns gar keine Zeit. Und es ist wirklich viel Training. Wenn ich mal 2-3 Wochen nicht trainiert habe, fange ich irgendwo halb von vorne. Aber ich bleibe ruhig und gelassen. Will was heißen bei meiner Dynamik. Ich bin 83, aber ich werde meistens 40 oder 45 geschätzt. Okay. Walter, danke schön. Ja, wunderbar. Das war ein toller Beitrag, den wir von einem begeisterten Teilnehmer eben erfahren durften. Ja, ihr zwei, was macht das mit euch? Das ist wunderschön. Also es ist wunderschön zu sehen, dass die Arbeit, die wir tun, Früchte trägt. Und vor allem vom Walter das zu hören. Der Walter ist wie ein kleines Kind. Und das hat er sich in einem hohen Alter noch bewahrt. Und ich wünsche mir, dass ich in dem Alter auch noch so fit und agil und so einen Forschergeist habe wie der Walter. Also das ist echt ein super Vorbild in der Richtung. Ja, und kleines Kind, das ist nicht wirklich treffend, sondern der Walter, wie gesagt, hat ja eine große Karriere hinter sich. Und da ist so viel Herz bei ihm auch und so viel, ja, so viel Liebe und so viel Neugier aufs Leben. Und das finde ich so toll, dass ein Mensch, dessen Geburtsdatum doch ein bisschen weiter zurückliegt, noch so viel Lebensenergie, so viel Lebensfreude hat und mit so viel Power durchs Leben geht. Er hat mir erzählt, er steht morgens um 5 Uhr auf und geht abends um 9:30 ins Bett, macht so gut wie keine Pausen, ist am Arbeiten, um Menschen zu helfen, aber auch immer wieder das Leben zu entdecken und zu erforschen. Deshalb vielen, vielen herzlichen Dank, Walter, nochmal für deine Zeit und dass du dich heute Abend hier hingesetzt hast, um den Menschen zu erzählen, dass ein Sehen ohne die Augen möglich ist. Aber wir haben ja nicht nur den Walter hier, sondern jetzt kommen auch 2 Gäste, auf die ich mich sehr, sehr freue. Und zwar ist das der Andreas Hagen, zusammen mit seinem Geschäftspartner, dem Andreas. Und die beiden haben sich auch super vorbereitet. Deshalb, hallo ihr zwei, ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Hi. Und der Andi war auch. So, jetzt müssen wir noch die Stummschaltung aufheben. Jawohl, jetzt habt ihr auch ein Mikrofon. Kommt schön ran an die Kamera, damit das Mikrofon eure Stimme kriegt. Da ihr zu zweit seid, müsst ihr ein bisschen nach vorne kommen, sonst gibt es da Probleme, so wie die beiden. Ja, vielen Dank. Okay. Ja, hallo allerseits. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen und ja, hier doch mal ein paar Minuten haben, um vielleicht auch ein kleines bisschen von uns zu erzählen. Vielen Dank an Evelyn, an Axel und natürlich auch an die Organisatoren. Keine Sache, aber ich denke, es gibt erstmal hier im Andis Wort und schlussendlich hat er damit angefangen, nicht von uns beiden. Ich nenne noch mal eure Namen gerade. Ich kenne jetzt den Andreas Hagen. Du bist Trainer für KI und kontaktlose Kampfkunst. Ich hoffe, ich habe das richtig weitergegeben. Und deinen Nachbarn, den habe ich den Namen nicht verstanden. Ich heiße auch Andreas oder auch einfach kurz Andi. Allerdings Preischka mit Nachname. Also im Endeffekt, wir sind Andi und Andi, das macht es einfach. Auch die Kursteilnehmer oder Andi Quadrat, gut. Genau. Ja, herzlichen Dank für die Einladung auch an Evelyn, die das organisiert hat. Wie gesagt, mein Name ist Andi und ich mache mit meinem besten Freund Andi das Nidoki-Projekt. Ich kenne die Evelyn und Axel, ich glaube, seit 2013 oder 2014. Und ich bin damals mit meinen 2 ältesten Kindern zu einem Nachmittag zu Evelyn gekommen und die Kinder haben das Sehen ohne Augen innerhalb von 1 Stunde irgendwie gelernt gehabt. Und das hat ja wieder mal Freude entfacht in mir, ja, weil ich quasi selber oft an solche Grenzbereiche dran bin. Und
Ja, das Sehen ohne Augen ist jetzt auch ein Bestandteil von meiner Arbeit, beziehungsweise unserer Arbeit geworden, die schon anders gelagert ist, aber letztendlich auch wieder viel mit der Intuition, mit dem Spüren zu tun hat, mit Energie. Und ganz am Schluss ist das alles halt Bewusstseinsarbeit. Und ja, wir haben gedacht, wir zeigen euch heute so ein bisschen, was wir da so tun, ja, weil dieses kontaktlose Kampfkunst oder KI, das ist für viele sehr abstrakt. Und ich glaube, beim Sehen ohne Augen ist es ähnlich, man muss das erlebt haben, damit quasi dieser Bewusstseinswandel auch passiert. Und genauso ist es bei uns in der Seminare, die wir geben. Man muss es erleben. Das Sehen, das Zuschauen, das reicht nicht, sondern man muss es erleben mit dem ganzen Energiesystem, damit sich was wandelt. Werden wir dazu noch eine Demo heute machen, Axel und Evelyn? Ja, Andi hatte gesagt, Andi, seid ihr fit? Oder ja, ist klar. Alles gut. Wir haben ein paar Dinge uns überlegt. Ja. Wir sind bereit. Ja, wir auch also ich arbeite ganz gerne eben mit diesem Augenpflaster. Ja, das sind Augenpflaster aus der Apotheke. Ich zeige euch mal, dass die dicht sind. Ja, sehr gut. Ja, sie sind dicht. Alles richtig. Gut, ich klebe mir meine Augen ab. Ja, deswegen haben wir hier die lustige Lampe stehen, damit ihr auch wirklich was seht. Ja, nicht, weil jetzt unbedingt so zwingend Augen sein werden, hier zu stehen, aber ihr wollt ja auch was mitbekommen. Auch kurz noch. Das ist praktisch ja, faszinierend, weil ich kann machen, was ich will. Also, er sieht es. Von daher ist es. Genau, also, vielleicht erzähle ich kurz, was das bei mir halt auch gemacht hat. Die Key-Übungen, die funktionieren schon auch stark über das Wahrnehmen von Energie. Ja, dass quasi von hier ein Schlag kommt. Und durch das Sehen ohne Augentraining hat sich das schon auch verändert nochmal bei mir und auf ein anderes Niveau auch gehoben. Ich bin in der Lage, quasi durch geschlossene Augendeckel zu sehen. Ich kann mir dann auch noch die Augenpflaster drauf machen, plus die Maske. Das geht alles. Es wird dann nach einer Weile ein bisschen anstrengend, das merke ich. Ich bin jetzt auch schon fast 47. Aber es verursacht halt einfach auch Freude. Ja. Es macht Spaß. Es ist auf jeden Fall, wie die Inder sagen, so ein Signal. Und ich bin immer sehr freudig, wenn Signals hinterhergerannt. Ich vermute mal, dass die sich irgendwann mal alle wieder auflösen und der Mensch in Liebe aufgeht. Aber ich lasse mich überraschen und bis dahin genieße ich das noch. Ja, ganz, ganz, ganz vielen Dank für eure Zeit. Danke, dass ihr präsentiert habt. Dankeschön. Und ja. Bis bald. Vielen Dank für diese Demonstration. Das war auch sehr beeindruckend und haben auch sicher unsere Zuschauer gerade sehen können, wie also die Intuition gestärkt wurde bei der Attacke in die richtige Richtung zu greifen. Ne? Ja, wunderbar. Dann geben wir euch wieder in die Gruppe zurück. Kleinen Moment.
So, jetzt seid ihr wieder voll im Bild, ihr zwei. Ja, so, jetzt eben war eine Frage an uns, was es mit dieser Demo auf sich hat. Aber wir wollten euch ja heute einige Anwendungsbeispiele zeigen. Wir haben einmal Dr. Wortberg heute gehört, wie er das in seinem Alltag, selbst beim Spazierengehen, anwendet und wo es ihm noch geholfen hat und wie seine Umgebung darauf reagiert. Und zum Thema Kampfkunst ist es nochmal ein ganz anderer Bereich. Wir treffen uns ja immer mehrfach im Jahr mit euch, liebe Evelyn und lieber Axel. Und da habt ihr natürlich faszinierende Menschen kennengelernt und stellt die uns immer wieder hier vor. Wir haben auch schon Kinder dabei gehabt. Ich weiß nicht, heute, glaube ich, haben wir die nicht oder habt ihr noch jemanden dabei? Wir haben zwei Kinder dabei. Okay. Gut, dann wissen die Zuschauer auch, jetzt haben wir noch mal eine andere Altersgruppe. Wir sind jetzt eigentlich wunderbar, wirklich. Also höheres Alter, mittleres Alter und was haben wir jetzt zu bieten? Wir haben die zwei Kinder und zwar müsste das, hast du sie auf dem Schirm? Ja, die Namen brauche ich. Isabel und Leonard. Isabel und Leonard. Ich sehe Isabel. Jawohl. Ah, sehr gut. Und werde sie dazufügen. Moment. Da sind die zwei Kids. Jawohl, man sieht schon die Maske. Leonard, wir können euch hören. Oh, super. Ja. Hallo, ihr drei. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier zu sein. Ja, das. Wir freuen uns auch. Langsam wurden meine zwei Kleinen hier schon ungeduldig. Die müssen lange aufbleiben, gell? Ja. Sind sie denn jetzt noch wach genug, um uns zu zeigen, was sie damit machen? Ah, da gehe ich mal auf jeden Fall von aus, dass sie das noch können. Gut, dann, liebe Evelyn, lieber Axel, soll ich mal was in die Kamera halten? Oh ja, mach mal. Aber halt erst, wenn sie die Maske aufhaben, bitte. Ach so. Das ist eine gute Idee. Dann werde ich mich jetzt mal zu euch begeben. Kleinen Moment, jetzt kommt erstmal mein Video dazu. Und jetzt fangen wir mal ganz langsam an. Habt ihr jetzt schon eine Wahrnehmung von mir? Könnt ihr schon was sehen? Könnt ihr mich schon in der jetzt auf dem Bildschirm erkennen? Ja. Ja? Boah, toll. Leonard, super. Klappt das auch bei dir, Leonard? Super. Sehr gut. Ja, alle beide können schon mich sehen. Das ist doch schon Wahnsinn. Trotz der Maske. Hm? Vielleicht könnt ihr noch mal ein bisschen näher an die Kamera, damit man sieht, dass die Maske richtig aufsitzt. Genau, da kann keiner durchgucken. Genau, da ist kein Auge zu sehen oder kein Spalt. Okay. Kann man näher an die Kamera gucken hier. Mhm. Aber die Kamera näher zu dir. Mhm. Oh, super, sehr schön. Ja, da sehen wir jetzt beim Lennart. Sehr gut. Okay, wir glauben. Sehr schön. Dann werde ich etwas mal in die Hand nehmen. Wer ist der Erste, der raten darf? Ich. Du bist die Erste. Okay, Isabel. Also, ich halte es hoch. Das ist eine Figur, eine Glocke, oder? Na, fast. Es könnte auch eine Glocke sein. Das sieht wie eine Glocke aus, ist aber so eine... Aber guck mal, was die Glocke hier unten hat. Das ist wie so ein von einer Lampe oben. Schmack alles weg. Es ist jawohl, eine Glühbirne, habe ich gehört. Glühbirnen kennt man heutzutage fast gar nicht mehr. Gell? Ein LED-Licht hätte ich jetzt mitbringen müssen, gell? Genau. Aber das Wort kennt ihr noch. Möge uns eine Leuchte aufgehen durch das Sehen ohne Augen. Wunderbar. So, jetzt habe ich noch was Abstruses mitgebracht. Gibt es auch nicht mehr. Ein Stempel. Oh. Wow, Stempel. Wunderbar. Welche Farbe hat der denn? So braun, so ein Holzstempel. Wow, ein Holzstempel. Sehr gut.
Soll ich mal drehen und ihr lest die Schrift? Mhm. Oh, mal sehen, ob das richtig rum ist. Ich kann es nur umgekehrt sehen. Könnt ihr es richtig rumlesen? Bahnzeitung. Hoho. Oho, da bin ich aber mit einverstanden. Fantastisch. Ja, dann lassen wir mal deinen Bruder dran. Hm? Ja. Ja? Pass mal auf. Ich habe hier etwas. Sag's mir mal, was du erkennen kannst. Eine blaue Blume. Ja. Andere Blumen. Noch eine blaue Blume, eine kleine daneben. Genau, eine kleine und eine große blaue Blume. Da steht noch. Willst du das noch lesen, was da steht? Okay. Aber hi. Das ist schwer. Ich muss mal hier den Bildschirm umstellen, weil ich sehe jetzt praktisch nur uns, aber nicht euch. Also euch nur im kleinen Bild. Moment, wie geht denn das hier? Du gehst am besten auf die Sprecheransicht. Einzigartig. Gucken wir mal. Einzigartig. Genau. So gut wie richtig. Sehr schön. Wunderbar hast du das geraten. So. Nicht geraten, er sieht ja. Ja, Entschuldigung. Siehst du. So, und was habe ich hier noch für dich gebracht? Einen Smiley. Der lächelt über alle Backen. So. Und das letzte ist wieder was zu lesen. Auch. Jetzt kann man wieder uns hören, also nur sehen. Ja, wir sehen es jetzt nur im kleinen Bild. Mal gucken, wie wir das groß kriegen. Wenn du rechts oben auf die Ecke von Galerie auf Sprecheransicht gehst, hast du mich größer. Ja. Speaker View. Jetzt genau. Haben wir uns groß. Jetzt habt ihr es groß. Jetzt kann man wieder uns sehen. Ja, wenn ihr redet, kommt das Bild auf euch. Auch die. Das ist blöd. Auch die. Auch die. Nicht so laut, Leo. Wie kriegen wir das aus? Auch die. Man kann das irgendwie nicht lesen. Die dunkelste? Die dunkelste Wolke. Jawohl. Wolke hat. Wir sehen halt eben immer nur uns in groß und das mit der dunklen Wolke in klein. Mhm. Einen. Jawohl. Ziel. Nennen. Rand. Genau. Sehr schön. Erstmal nachmachen. Ja. Ganz herzliches Dankeschön an euch. Wie lange habt ihr geübt? Es war so, ich habe ich beschäftige mich seit 11 Jahren mittlerweile mit alternativen Lebensformen oder Lebensweisen, alternativen Heilungsmethoden und bin irgendwann vor einigen Jahren auf einer Messe gewesen und da war jemand gewesen, der hat Kindern auch das Sehen ohne Augen beigebracht innerhalb kürzester Zeit. Und das hat mich so fasziniert. Und letztes Jahr habe ich da wieder irgendwie dran gedacht oder ich habe irgendwie ein Video durch Zufall auf YouTube gesehen über dieses Sehen ohne Augen und da habe ich gedacht, Mensch, das habe ich ja damals schon mal live gesehen, jetzt sind meine Kinder alt genug, jetzt, oder wenigstens Isabel war alt genug, jetzt muss ich da mal irgendwo schauen, dass ich da was mache, dass sie das auch lernen. Und habe dann halt eben geguckt, was ist bei mir in der nächsten Nähe. Und das war halt eben dann gerade die Evelyn Orli bei Pforzheim.
Und dann habe ich dann halt eben direkt einen Kurs gebucht, am selben Tag noch. Oder am Wochenende drauf war dann irgendwo gerade eine Veranstaltung gewesen, wo sie dann den Erwachsenenkurs gemacht hatte. Und sie meinte zu mir, ach, komm einfach vorbei, die Kinder lernen das schnell. Und dann sind wir hingefahren und eine Stunde spazieren gegangen, als wir wieder da waren, meine Frau und ich, dann konnten die beiden das schon. Also das war jetzt, ich glaube, letztes Jahr im Juni oder Juli. Die nächste Steigerung ist dann das Fahrradfahren mit der Brille, gell? Das hätten wir so gerne heute gezeigt, weil die beiden haben ein Video gemacht und der Papa hat es uns extra geschickt, aber wir können dieses Video leider nicht abrufen. Vielleicht können wir das bei der Aufzeichnung nachführen zum Schluss, aber es ist echt süß, wie die beiden da Fahrrad fahren und Roller fahren mit verbundenen Augen. Und die beiden waren ja auch im zweiten Seminartermin bei uns und haben eben das Fahrradfahren mit verbundenen Augen gelernt. Auch davon haben wir Aufzeichnungen. Wir schauen, dass wir sie nachgeben, dass man es einfach sieht, wenn man sich nochmal die Aufzeichnung anschaut. Weil das ist für Kinder ja auch nochmal eine Überwindung. Also nicht nur ohne die Augen zu sehen, sondern dass man sich dann eben auch noch traut, auf dem Fahrrad zu steigen und dann mit verbundenen Augen Fahrrad zu fahren. Das ist nochmal eine ganz andere Herausforderung. Aber das machen wir deshalb mit den Kindern, weil wir sagen, na klar, es ist ein super Training. Es ist für die Kinder, die viel geübt haben, auch nochmal eine Belohnung, dass man sagt, du lernst nochmal was ganz Besonderes. Und auf der anderen Seite ist es eben so, dass wir sagen, wenn man Fahrrad fahren kann mit verbundenen Augen, dann ist, wenn es hart auf hart kommen sollte, wenn mal wirklich die Augen nicht mehr benutzbar sind, dann gehe ich auch ohne meine Augen zum Beispiel in die Gesellschaft. Das heißt, ich fahre unter Umständen Bus ohne den Einsatz meiner Augen. Oder ich nehme am Leben teil, auch wenn ich meine Augen nicht nutze, aber ich kann das Sehen ohne Augen dann eben als Hilfsmittel benutzen und kann sagen, ich nutze das dann. Und das ist für uns eben die Intention gewesen, zu sagen, okay, dann setzen wir die Kinder im zweiten Termin, also auf das Fahrrad, sodass die Kinder mit verbundenen Augen lernen, eben auch diese Fähigkeit für sich zu nutzen. Und sollte es jemals, was ich niemandem wünsche, aber mal hart auf hart kommen, dann wissen sie eben auch, ich bin so mutig, wenn mit verbundenen Augen das Sehen ohne Augen funktioniert und auch das Fahrradfahren mit verbundenen Augen, dann kann ich auch alles andere in meinem Alltag bewerkstelligen und kann es dann eben auch tun, auch wenn ich die Augen nicht benutze. Sehr schön. Ja, das war auch eine sehr überzeugende Demonstration. Danke, dass ihr so mutig wart, heute zu kommen, bei uns das vor so vielen Menschen auch zu demonstrieren. Alleine schon, das ist schon ein Persönlichkeitsentwicklungsschritt, kann ich mir vorstellen, ja, der für Kinder doch nochmal eine Herausforderung ist. Ne? Ja, wobei. Darf ich auch noch vielleicht noch was sagen? Also, gerne. Wir haben jetzt 3-4 Wochen bestimmt nicht mehr geübt gehabt, also vielleicht auch länger. Ne? Meine Frau meinte gerade, es könnte auch länger gewesen sein. Also bei Isabel ist es so, bei Isabel ist es wahrscheinlich schon fast wie Fahrradfahren. Die setzt die Brille auf und kann es wieder. Und beim Leonard, der hat es irgendwie ein bisschen verlernt gehabt. Und, aber das Faszinierende ist, wenn dann die Evelyn dann irgendwo ein paar Worte mit ihm spricht, den Zauberspruch wieder sagt, dann kann das auch wieder. Das geht sogar am Telefon. Da bin ich immer total begeistert. Wunderbar. Ja, wobei, das ist eben auch spannend, weil der Papa hat ja auch die Maske selber aufgesetzt, oder? Ja, ich kann nichts sehen außer schwarz. Vollkommen normal. Ja. Nachsitzen, die Eltern müssen nachsitzen. Ja. Ich habe mal hier so eine Schwimmbrille genommen und da sieht man jetzt zwar von innen das blaue Glas, aber durchgucken kann man dort nicht. Also wenn man jetzt von hinter seid, ich habe die mit so schwarzem Tape abgeklebt, so Gewebeband mehrfach, ich glaube 3-mal. Also ich kann da auch nichts durchsehen, auch wenn Isabel jetzt die aufsetzt, die kann dadurch auch schauen, die sieht was, der Leo nicht, vielleicht muss er ein bisschen mehr üben. Isabel, willst du mal zeigen? Also ich sehe nicht viel, aber ich sehe schon was. Genau, dann kommt das erste Mal auf. Das ist aber auch die Uhrzeit ein bisschen später. Ui. Ja. Da macht er aber jetzt was. Oh, jetzt werden die Hände, die Zahlen gezeigt. Finger zeigt er. Toll. Kannst du den Computer sehen, Isabel? Ja. Siehst du uns am Computer? Ja, ich sehe euch. Was habe ich denn jetzt in der Hand, Isabel? Diese Sehen ohne Augenbrille. Genau, und was habe ich denn jetzt in der Hand? Jetzt hast du einen Becher. Ja, ah, super. Ein orangen Becher. Jawohl, klasse. Kannst du das sehen?
Stift und einen Kugelschreiber. Perfekt. Das haben wir nicht geübt. Wir haben uns noch mal getroffen gestern. Das ist ein, wie nennt man das, Kamm, oder? Ja, so ähnlich. Ja. Bürste. Genau, ja. Super, klasse, Isabel. Wow. Wow, ihr seid Stars. Hey, ganz, ganz toll. Das haben wir auch, vielen, vielen Dank. Das haben wir auch öfters mal in den Trainings. Wir hatten jetzt eine Großmutter bei uns im letzten Seminar und die hat erzählt, dass ihre Kinder eben bei sämtlichen Topfschlagen gewinnen, weil die eben angefangen haben, nicht nur mit den verbundenen Augen sehen zu können, sondern weil sie eben auch nach mehreren Training in der Lage waren, ihr Umfeld auch eben mit anderen Gegenständen, so wie jetzt Isabel, erkennen zu können. Und dann sieht man einfach, das hängt nicht an der Mindfold-Maske, sondern es ist eine Fähigkeit, die wir alle mitgebracht haben, die wir uns nur wieder bewusst werden dürfen. Und von daher finde ich es toll, dass ihr es jetzt auch gezeigt habt. Also ganz, ganz vielen Dank an euch drei, dass ihr euch die Zeit genommen habt, zu so später Stunde noch hier zu sitzen und den Menschen zu zeigen, dass das so funktioniert. Ihr seid klasse. Ihr seid super. Jetzt geht aber schnell ins Bett, damit ihr morgen für die Schule gut ausgeschlafen seid. Also ganz, ganz lieben Dank. Schöne Träume und bis bald. Tschüss. Dankeschön. So, wir gehen in die Endrunde, ihr zwei. Wir haben ja viel, viel reingepackt in den heutigen Abend. Wir wollten einfach nicht nur reden über das Sehen ohne Augen, sondern wir wollten auch euch möglichst viel Erfahrungen zukommen lassen, die andere gemacht haben, unbezahlt sozusagen heute bei uns als Fans aufgetreten sind von der Methode und auch von ein bisschen von euch. Denn die meisten Seminarteilnehmer sind so begeistert von euch hinterher. Da bekommen immer ganz viele wertschätzende Worte. Und es ist auch, glaube ich, das Besondere. Es ist nicht nur die Methode, die man lernt, sondern es sind auch immer wieder die Lehrer. Ihr kennt das aus der Schule. Ja, man hat seine Lieblingslehrer und die bringen eine gewisse Stimmung hinein, die es uns erleichtert, eben etwas zu lernen und uns einzulassen. Und das ist auch eure große Kunst und Fähigkeit, die sich immer weiter ausgebaut hat, da alle mitzureißen, den Mut zu machen, weil der Weg dahin ist nicht immer einfach, wie ihr es auch gesagt habt. Da gibt es die Rückschläge und man ist immer mal wieder so mit den eigenen Glaubenssystemen befasst, ne, über die man hinauswachsen möchte und doch immer wieder noch kämpft und ringt. Ja, das Schöne ist, wenn man es überwunden hat, dann kann man eben auch das im Alltag einsetzen. Und das ist eben auch der Gewinn von dieser Methode. Das heißt, wenn ich es schaffe, diese Grenze hier zu überwinden und mir beweise, es funktioniert, dann haut mich auch im Alltag nicht mehr so viel so schnell um, weil ich einfach weiß, ich habe die Stabilität in mir, ich habe erfahren, dass es an mir liegt. Und das war das Thema vom Anfang, wo ich gesagt habe, dass man hier auch in diesem Training erfährt, sich selber zu steuern oder nicht zu steuern, aber einen anderen Umgang mit Situationen lernt. Und einfach in dem Moment, wo ich erfahre, aha, ich kann ja, wenn ich gewisse Dinge auflöse, eine neue Realität für mich erschaffen oder anders mit gewissen Situationen umgehen, dann wird das Leben einfach leichter und schöner. Und das ist eine der Hauptintentionen, warum wir diese Arbeit überhaupt machen, vor allen Dingen für sehende Menschen. Klar, auf der einen Seite ist es eine Prävention, wenn die Augen mal nicht mehr so gut sein sollten, dass man sagen kann, hey, es interessiert mich nicht, weil mein inneres Sehen, das sieht ja. Wir hatten jetzt in der Schweiz ein wunderschönes Seminar und dort hatten wir eine Teilnehmerin mit minus 10 Dioptrien und ihr Partner kam am vierten Tag vor die Gruppe und hat gesagt, weil sie war an dem Tag nicht da, dass seine Partnerin abends gelesen hat, mit verbundenen Augen, ohne Hilfsmittel, also ohne Kontaktlinsen, ohne Brille, war sie in der Lage, Bücher zu lesen, was vorher einfach nicht ging, wenn sie keine Hilfsmittel dabei hatte. Und das war für die beiden auch nochmal so der absolute Beweis, dass das hier funktioniert und dass sie wirklich die Sicherheit haben, dass sie ohne ihre Augen sieht. Und solche Fälle haben wir glücklicherweise auch immer öfters bei uns, Menschen, die eben Herausforderungen mit den Augen haben und die dann nach den 5 Tagen feststellen, hey, mit dieser anderen Möglichkeit funktioniert es mindestens genauso gut, teilweise noch viel besser als mit den physischen Augen, wenn ich keine Hilfsmittel aufhabe. Und da finde ich eben, das ist eben auch nochmal ein zusätzlicher Gewinn. Das heißt, das Sehen ohne Augen hat so viele Facetten, die das Leben leichter machen, die auf der einen Seite die Prävention für die Augen sein können, auf der anderen Seite eben auch ein Werkzeug, mit dem man seinen Alltag ein bisschen leichter gestalten kann. Und natürlich ist es auch eine coole Geschichte,
wenn man mit verbundenen Augen sein Umfeld erkennt. Und das ist ja auch nicht alltäglich, sondern was Besonderes. Sehr schön, das hast du nochmal zusammengefasst. Ich gebe jetzt die folgenden Termine bekannt. Die nächste Veranstaltung, wenn man jetzt aufspringen möchte, ist also beim Frankfurter Ring vom 1. bis 5. Dezember. Ihr habt jetzt den Link im Chat. Und wir hoffen, euch natürlich auch im nächsten Jahr begrüßen zu dürfen. Aber ich weiß, überall sind die Seminare sehr begehrt und man sollte sich frühzeitig dafür einplanen, Zeit zu nehmen. Und bei uns ist das immer eine besonders schöne Stimmung. Weil jetzt gerade so viele Fragen kommen, was ist mit PCR-Test und so weiter. Wir sind ein Bildungsträger und deswegen geht bei uns noch das bisherige 3G, also nur geimpft, getestet bzw. genesen. Und ihr müsst nicht den PCR machen, sondern den ganz normalen Schnelltest. Ansonsten sind wir da sehr frei in einem schönen Raum miteinander und können eine gute Zeit sehr ungestört miteinander verbringen. Die Gudrun schreibt hier, das sind mit die besten Lehrer, die ich in meinem Leben bisher hatte. Na, oh, na also. Dankeschön. Ich sag's ja, Weil es geht nicht nur um das Sehen und ohne Augen. Das ist völlig richtig, was sie hier schreibt. Genau, das ganze Leben kann sich dadurch sehr, sehr wunderbar verändern und Potenziale werden geweckt. Ihr wisst gar nicht, was alles da noch zum Vorschein kommen kann. Ja, dann sage ich... Eine Sache noch, bevor wir aufhören. Bitte? Eine kurze Sache, bevor wir aufhören. Ja? Und zwar erstmal ganz, ganz vielen herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute Abend hier zu sein. Und ich möchte noch mal ganz explizit dazu aufrufen, weil alles, was die Britta hier tut, macht sie ehrenamtlich. Und ich finde, dass auch die ganze Arbeit, die ganze Liebe, die Britta hier reinsteckt, auch der Frankfurter Ring, wenn ihr ein paar Euro übrig habt, spendet sie, weil der Frankfurter Ring kann Unterstützung gebrauchen für diese wertvolle Arbeit, die er macht. Und solche Abende, es gibt andere Anbieter, die verkaufen solche Abende. Der Frankfurter Ring hat gesagt, wir wollen dieses Wissen allen Menschen ermöglichen. Und aus diesem Grund, ja, würde ich euch bitten, wenn es irgendwie die Möglichkeit gibt, es muss ja nicht ganz so viel sein, aber ein bisschen was, dass man ein bisschen was an den Frankfurter Ring zurückgibt für dieses tolle Engagement, für diese tolle Sachen, die ihr auch immer zeigt. Da geht es gar nicht um uns, sondern es gibt auch viele andere tolle Themen bei euch. Und ich wünsche mir einfach, dass ihr ganz viel Unterstützung bekommt, eben auch für all die Liebe und all das Wissen, das ihr so weitergebt und das völlig kostenfrei. Vielen Dank, liebe Evelyn. Wir würden gerne noch viel mehr kostenfrei geben. Ein Seminar kostet natürlich Geld, aber das ist auch ganz selbstverständlich. Aber du hast schon völlig recht, vieles von dem, was wir machen, wird getragen eben auch von Ehrenamtlichen, die die Veranstaltungen betreuen. Und auch hier im Büro haben wir ganz gewiss keinen 8-Stunden-Alltag, sonst würde ich nicht hier noch sitzen, gell? Ja, aber... Jetzt ist der Abend am Ende. Wir wollen euch nochmal gemeinsam danken. Wir haben vor, euch was zu schicken. Und ich denke, morgen Abend nach 18 Uhr wird das wieder an alle, die sich eingetragen haben, für den heutigen Abend versendet. In diesem Schreiben bekommt ihr nochmal die Kontaktadressen von unseren lieben Gästen. Herzlichen Dank nochmal an alle, sodass ihr also da auch in Kontakt treten könnt, wenn ihr möchtet. Und natürlich von Evelyn und Axel, wo ihr das Buch bekommt, weil da war die Frage. Die Brille bekommt man, wenn man zum Seminar kommt, dann ist die inklusive, die nehmt ihr wieder mit nach Hause. Ansonsten ist das, wie gesagt, eine Brille, die man überall bekommen könnt, kann und nicht jetzt gebunden ist an das Seminar. Nur eure sieht schöner aus. Genau, eine kurze Sache noch, bevor wir aufhören. Wir haben noch ein Gewinnspiel, das bis heute Nacht um 24 Uhr geht.
Wer sich daran noch beteiligen möchte, also falls ihr Facebook habt oder Telegram, dann gibt es die Möglichkeit, an diesem Gewinnspiel teilzunehmen. Wir haben auf beiden Kanälen das Gewinnspiel rausgegeben. Das ist eine coole Veranstaltung jetzt am Samstag, Q on Stage. Also schaut mal da rein. Vielleicht habt ihr Lust, da mitzumachen, aber wir verlosen eben auch Tickets und würden uns freuen, euch da begrüßen zu dürfen. Dann wahrscheinlich auch dort sein. Hast du noch was zum Zeigen? Genau, von unserem Gewinnspiel. So sehen die Siegertickets aus. Also wir sind daran teilzunehmen. On stage. Am Samstag in Frankfurt. Hier on stage. Ja. Und ganz am 1. Dezember geht's los. Ja. Am 1. Dezember bei euch. Wir freuen uns auch schon riesig auf die Zeit bei euch. Und sind auch sehr, sehr dankbar, dass das Ganze eben auch so unter der 3G-Geschichte laufen darf. Eben, dass die Menschen die Möglichkeit haben, mit einem Schnelltest kommen zu können. Und ihr seid herzlich eingeladen. Wir freuen uns, wenn ihr zu uns kommt, wenn wir euch begleiten dürfen. Falls ihr nicht kommt, wünschen wir euch das Allerbeste, dass es euch gut geht, dass ihr eine gute Zeit habt und dass ihr eine fröhliche Realität erschafft für euch. Und das Allerbeste. Alles Gute euch. Dankeschön. Dankeschön. Danke und einen guten Abend noch, eine gute Nacht. Ciao. Danke. Tschüss.